Am Valentinstag 2007 wird die Polizei im südkalifornischen Carlsbad zum Tatort eines Mordes gerufen. Die Eltern der 39-jährigen Jodine Seren haben einen grausigen Fund gemacht. Die Eltern gingen ins Schlafzimmer und sahen Jodine auf dem Bett mit einem Mann auf ihr. Peinlich berührt schloss ihr Vater die Tür und sagte: Tut mir leid, ich warte draußen. Nicht ahnend, dass ihre Tochter grausam ermordet wurde, warten die Eltern darauf, dass das Paar herauskommt. Doch der Killer flieht. Es war seltsam. In einem Moment war er da, im nächsten weg. Nun galt es, den Täter zu fassen. Wir haben es mit einem kranken Hirn zu tun und einem wahrlich kranken Verbrechen. Die Suche nach dem Täter führt die Ermittler in eine Sackgasse. Die Polizei von Carlsbad hielt über 10 Jahre Kontakt mit uns. Letztlich löst die Polizei den Fall durch forensische Genealogie. Sie wussten nicht, wer es war, aber sie hatten seine DNA. Meine Software suchte in den genealogischen Datenbanken nach Übereinstimmungen und dem wahrscheinlichen Nachnamen des Mörders. Die Wahrscheinlichkeit für ein falsch positives Ergebnis lag bei 1 zu 64 Trillionen. Ich glaube, das ist eine Zahl mit 10 Nullen. Dies ist die Geschichte des tragischen Mordes an Jodine Seren, der polizeilichen Untersuchungen des Falls und seiner späten Aufklärung dank neuer DNA-Auswertungsmethoden. Sobald uns das zur Verfügung stand, war sofort klar, wer das Verbrechen begangen hatte. Carlsbad im südkalifornischen San Diego County. Am Valentinstag 2007 wird die friedliche, wohlhabende Kleinstadt von einem Verbrechen erschüttert. Jodine Serens Eltern riefen die Polizei. Sie sagten, ihre Tochter sei nicht ansprechbar und fühle sich kalt an. Als die Polizei eintraf, führten sie gerade auf Anweisung der Notrufzentrale Wiederbelebungsversuche aus. Art und Lois Seren waren abends im Kino gewesen. Als guter Ehemann hatte Art seine Frau am Valentinstag ausgeführt. Jodine Seren hat eine Behinderung und ihre Mutter sorgt sich, weil sie nichts von ihr gehört hat. Das war ungewöhnlich. Also ging sie gegen 10 Uhr zu Jodines Wohnung, um nach ihr zu sehen. Sie klopften, bekamen aber keine Antwort. Sie konnten die Tür mit dem Generalschlüssel öffnen, doch die Kette war vorgelegt. Sie kamen nicht hinein und Art bekam Angst, denn das sah seiner Tochter nicht ähnlich. Also brach er die Tür auf. Mr. Seren sah, dass die Schlafzimmertür geschlossen war. Er öffnete sie und sah Jodine auf dem Bett mit einem Mann, der auf ihr lag. Er war sprachlos, nahm aber an, dass es sich um einvernehmlichen Sex handelte und er einen intimen Moment gestört hatte. Er sagte dem Mann, er solle aufstehen und sich etwas anziehen. Dann verließ er den Raum. Er wollte seiner Frau diesen Anblick ersparen. Also ging er mit ihr in einen anderen Teil der Wohnung. Von der aus man nicht ins Schlafzimmer sehen konnte. Dort warteten die Eltern darauf, dass der Mann und Jodine aus dem Schlafzimmer kommen würden.
Nach etwa 5 Minuten ging Mr. Sarin erneut ins Schlafzimmer. Er sah, dass der Mann weg war und seine Tochter noch immer im Bett war. Also sah er nach ihr. Sie fühlte sich kalt an und schien Verletzungen aufzuweisen. Die Sarins verständigen sofort die Polizei. Da sie nicht atmete, wies der Notruf sie an, sie auf den Boden zu legen und einen Wiederbelebungsversuch zu unternehmen. Sie war kalt, leblos, blutverklebt. Sie atmete nicht. Alle Bemühungen waren vergeblich. Es war viel zu spät, sie wiederzubeleben. Die Einsatzkräfte rufen Verstärkung. Der Tatort wird abgesperrt. In der Wohnung fand die Polizei die verzweifelten und aufgelösten Eltern vor. Es handelte sich offensichtlich um ein Gewaltverbrechen. Es war klar, dass dies ein schwieriger Fall werden würde. Die Wohnung wirkte intakt, normal. Nichts schien entwendet worden zu sein. Erst im Schlafzimmer stieß man auf große Unordnung. Jodine lag am Boden und im ganzen Raum war Blut. Im Bad, an den Wänden und auf der Bettwäsche. Das Fenster war mit Bettzeug verhängt worden, damit niemand von draußen sehen konnte, was drinnen vor sich ging. Er hatte einen Ganzkörperspiegel aufgestellt, um sich selbst zusehen zu können. Es war erschreckend, wie viel Zeit er aufgewandt hatte, um alles so herzurichten. Die Fenster zu verhängen, den Spiegel aufzustellen. Er wollte ungestört bleiben und sicher gehen, dass er sich Zeit lassen und tun könnte, was er wollte. Und was er wollte, war den Spuren zufolge einfach widerwärtig. Am Tatort finden sich Kleidungsstücke. Die Spurensicherung machte Fotos von allem. Bei einem so brutalen Mord gibt es Blutspuren. Alles am Tatort wurde genauestens dokumentiert. Die Polizei versuchte, alle DNA- und Gewebespuren vom Körper des Opfers zu sichern. Bei einem Kampf trägt der Angreifer Kratzspuren davon. Es befindet sich Haut unter den Fingernägeln. Also wickelte die Polizei einen Plastikbeutel mit Gummiband um die Hand des Opfers. So geht die Haut nicht verloren und wird nicht verunreinigt. Falls sie abfällt, landet sie im Beutel und die DNA-Gewebeprobe bleibt erhalten. Wir haben in mehreren Räumen Blut gefunden. Denn der Täter ist anschließend herumgelaufen und hat dabei blutige Fußabdrücke hinterlassen, sowie Fingerabdrücke auf der Bettwäsche. Wir erfuhren, dass Jodine Besucher stets gebeten hat, die Schuhe im Eingangsbereich auszuziehen. Als der Verdächtige geflohen ist, hat er seine Schuhe zurückgelassen. Sie standen noch an der Eingangstür, als wir kamen. Bei der Spurensicherung wird festgestellt, ob in der Wohnung etwas fehlt oder nicht dorthin gehört. Die Schuhe sind dabei aufgefallen. Entscheidend bei der Ermittlung war die gesicherte DNA, die dem Täter zugeschrieben wurde. DNA, die auf der Leiche von Jodine gefunden wurde, lieferte eine Probe, die wir in CODIS eingegeben haben. CODIS steht für Combined DNA Index System. Es ist die US-Datenbank für DNA, erhoben von verurteilten Verbrechern und an Tatorten. Bei einem Fall wie diesem, mit einem nicht identifizierten Mann, der auf der Flucht ist, ist man angewiesen auf eine Probe vom Straftäter, die in CODIS enthalten ist, um sie mit der des Verdächtigen abzugleichen. Leider liefert CODIS in diesem Fall keinen Treffer. Die Polizei muss anders vorgehen. Es gab kein Anzeichen, dass jemand eingebrochen war.
Wer es auch war, Joe Dean hatte ihn hereingelassen. Es war seltsam. In einem Moment war er da, im nächsten weg. Nun galt es, den Täter zu fassen. Mitte Februar 2007 sucht die Polizei im südkalifornischen Carlsbad nach einem Mörder. Carlsbad galt als sicher. So etwas kam hier nicht vor. Es gab vielleicht einen Mord im Jahr durch Schusswaffengebrauch. Dieses Verbrechen war so abscheulich und unfassbar, dass es die ganze Gemeinde erschütterte. Das Opfer des brutalen Verbrechens heißt Jodine Sarin. Jodine Sarin war 39. Sie war die Tochter von Art und Lois Sarin. Sie hatte zwar eine geistige Behinderung, war aber sehr selbstständig. Jody war sehr aufmerksam, liebevoll und gutmütig. Sie ging gern an den Strand. Sie liebte Schlittschuhlaufen und viele andere Dinge. Ihre Familie. Sie stand ihren Schwestern sehr nah. Jodine fühlte sich sehr zu Pferden hingezogen. For horses. Wir wollten das auch nach dem Umzug aus Ohio unterstützen. Sie ist in Bedford jedes Jahr bei der Parade zum Memorial Day mitgeritten. Und sie hat mit ihrem Pferd beim Geauga County Fair teilgenommen. Sie liebte das Reiten. Und ihr Pferd Sam. Sie war in vielerlei Hinsicht auf ihre Eltern angewiesen, beispielsweise um Termine wahrzunehmen. Doch sie hatte ihre eigene Wohnung, die sie selbst instand hielt. Jodine ist ein gutes Beispiel dafür, wie Menschen mit Behinderungen im Leben sehr gut klarkommen können. Sie stand ihrer Familie sehr nahe, was viel über ihren Charakter sagt. Ich halte sie für einen tollen Menschen und ein Vorbild. Im Zuge der Ermittlungen werden die Umstände von Jodine Sarins Ermordung klarer. An autopsy was conducted. Zwei Tage später wurde in der Gerichtsmedizin von San Diego die Obduktion durchgeführt. Als Todesursache wurde stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf angegeben. Ein zusätzlicher Faktor war Strangulation. Sie hatte viele äußere Prellungen. Das waren Anzeichen von Gewalt. Es musste einen schrecklichen Kampf gegeben haben. Einige der Verletzungen ließen darauf schließen, dass sie sich verteidigt hat. Zusätzlich zu den Spuren der Schläge gab es Schnittwunden, die ihr wohl zugefügt wurden, als Jodine schon wehrlos war. Der Schnitt an der Kehle hätte nicht gereicht, sie zu töten. Es sieht so aus, als wäre er nach dem Tod erfolgt. Bei der Obduktion wird auch der entsetzlichste Aspekt des Falls offenbar. Ihre Eltern kamen um 22 Uhr in der Mordnacht an. Der Rechtsmediziner hat festgestellt, dass der Tod gegen Mittag eingetreten war. Am Abend war Jodine also schon sehr lange tot. Die Schlüsse daraus sind absolut erschreckend. Als Art und seine Frau den Tatort betraten, war sie seit 10 Stunden tot. She's been dead for 10 hours. Der Täter hatte Sex mit der Leiche. Mit welcher Art von grausiger, abscheulicher Geisteskrankheit haben wir es hier zu tun? Wir haben es mit einem kranken Hirn zu tun und einem wahrlich kranken Verbrechen. Nekrophilie ist ein bekanntes Phänomen bei schwer gestörten, schwer kranken Menschen, die schon jahrelang geistig verwirrt sind. Selbst wenn die Frau gelebt hätte, wäre ich erschüttert. Dass Jodine eine Behinderung hatte und er nicht, macht das Ganze noch schlimmer. Die Befragung der Eltern liefert zusätzliche Informationen.
Sie nennen sogar einen Verdächtigen. Als die Polizei Jodines Vater befragte, der den Verdächtigen gesehen hatte, beschrieb er ihn als 1,70 bis 1,80 groß und dicklich. Und er gab an, ihn zu kennen. Er dachte, es wäre Robert Burns, ein Bekannter von Jodine, der ebenfalls unter einer geistigen Behinderung litt. Sie trafen sich oft an der Bushaltestelle und bei Aktivitäten für behinderte Menschen. Das war natürlich der Ausgangspunkt der Ermittlung. Die Beamten gingen dem sofort nach, da sie verhindern wollten, dass jemand, den sie schnell festnehmen konnten, noch jemand anderem etwas antut. Die Polizei verbrachte den ersten Tag der Ermittlungen damit, den Verdächtigen Robert Burns ausfindig zu machen. Sein Haus wurde bis zum nächsten Tag überwacht. Als er es verließ, wurde er festgenommen und aufs Revier gebracht. Mr. Burns bestritt jede Beteiligung an dem Mord. Seiner Aussage zufolge war er an besagten Tagen nicht in der Nähe des Tatorts. Und interessanterweise zeigten Videoaufnahmen, dass er zur Tatzeit tatsächlich einen Bus in Escondido bestieg. Wir bei der Polizei erleben das häufig. Man steht unter Druck und findet keinen Sinn. Der Verstand will Sinn erzeugen und füllt die Leerstellen. Allerdings mussten wir feststellen, dass er es nicht gewesen sein konnte. Wir standen wieder am Anfang. Doch die Polizei hat Beweismittel, mit denen sie arbeiten kann. Ein merkwürdiges Indiz waren die Schuhe, die an der Tür stehen gelassen wurden. Bei Jodine war es üblich, dass Gäste ihre Schuhe am Eingang ausziehen. In die Wohnung wurde nicht eingebrochen. Es ist jemand hereingekommen, hat die Schuhe ausgezogen und an der Tür stehen gelassen. Das deutet darauf hin, dass er willkommen war. Es gibt Hinweise auf eine gemeinsame Mahlzeit und darauf, dass sie zusammen Zeit im Wohnzimmer verbracht haben. Es begann wohl einvernehmlich, nahm aber eine entsetzliche Wendung. Ich denke, er wusste, was er wollte. Nichts hätte ihn daran hindern können. Mr. Saren hatte der Polizei eine Beschreibung gegeben. Man fertigte ein Phantombild an. Es war nicht genau, aber etwas Besseres hatten sie nicht. Wir haben das Bild in der Hoffnung veröffentlicht, dass jemand den Mann erkennt und uns einen Hinweis liefert. Wir nahmen uns die sozialen Kontakte von Jodine vor und führten entsprechende Gespräche, was viel Zeit und Personal erforderte. Wir wollten ausschließen, dass andere Personen beteiligt waren, um mit unserer Ermittlung weitermachen zu können. Wir erhielten hunderte von Hinweisen. Leute äußerten ihren Verdacht, wer es sein könnte. Wir gingen allem nach, aber es führte zu nichts. Die Ermittler sammeln Proben von möglichen Verdächtigen. Sie wussten nicht, wer es war. Was sie hatten, war seine DNA. In so einem Fall versucht man, so viele DNA-Proben aus dem Umfeld des Opfers zu sammeln, wie man bekommen kann. Die Chance, den Täter zu finden, ist nicht überragend. Was man finden kann, ist einen Verwandten, einen Elternteil, ein Kind. Irgendeine familiäre Übereinstimmung mit der DNA, die dann zum Täter führt. Die Polizei von Carlsbad hat rund 60 Personen befragt und Abstriche von ihnen gesammelt. Ein Privatunternehmen hat dann im Auftrag der Polizei die Tests durchgeführt. Die ersten Ergebnisse ergaben keine Übereinstimmung. Und so ging es jahrelang. Alle Anstrengungen waren vergeblich. Es war frustrierend für die Familie und natürlich auch für uns. Trotz aller Bemühungen der Polizei von Carlsbad bleibt der Fall ungeklärt.
Tage und Wochen vergingen und wir konnten immer noch nicht melden, dass wir den Kerl verhaftet hatten. Die Öffentlichkeit war besorgt. Man wusste, dass ein Mörder frei herumläuft. Der Fall stand im Rampenlicht und wir hatten nicht die Ergebnisse, die wir haben wollten. Die Polizei muss fürchten, dass sie den brutalen Mörder von Jodeen Saren niemals findet. Es lastete auf uns, dass wohl noch viel mehr Zeit und Aufwand nötig sein würden. Auch nach mehreren Jahren wollten wir die Hoffnung der Familie nicht enttäuschen. Dieses Verbrechen hatte ganz gewaltige Auswirkungen auf die gesamte Stadt Carlsbad. Aber die Polizei konnte den Fall nicht aufklären. 10 Jahre nach dem im Februar 2007 begangenen Mord an der 39-jährigen Jodeen Saren glaubt die Polizei von Carlsbad kaum noch, dass sie den Mörder fassen kann. Abscheulicherweise hat er sich noch nach ihrem Tod an ihr vergangen. Die Einsatzkräfte stellten am Tatort fest, dass Jodeen schon lange tot war. Als ihr Vater das Zimmer betreten und fälschlicherweise den Eindruck bekommen hatte, er habe einen einvernehmlichen Liebesakt gestört, war Jodeen schon etwa 10 Stunden tot. Das war Nekrophilie. Der Fall war berühmt-berüchtigt im San Diego County. Es verging kein Valentinstag, ohne vom ungeklärten Mord an Jodeen Saren zu hören. Es tauchte fast jedes Jahr wieder in den Nachrichten auf. Die Polizei gleicht immer wieder die männliche DNA vom Tatort mit der US-Gendatenbank CODIS ab. Leider ohne Übereinstimmungen. Die Polizei von Carlsbad war großartig. Sie ist die ganze Zeit mit uns in Kontakt geblieben. Wahrscheinlich hat auch Art jede Woche bei ihnen angerufen und sich erkundigt. Über 10 Jahre lang. Sie haben nie aufgegeben. Und es war uns wichtig, ihnen zu zeigen, dass auch wir nicht aufgegeben hatten. Dass wir weiterarbeiteten, ermittelten und allem nachgingen. Es ist schlimm, mit so einem Gewaltakt zu tun zu haben. Schlimm für die Kräfte vor Ort. Schlimm für die Ermittler, die dem Fall nachgehen. Es ist auch schwer für die Ermittler, die Beziehung zur Familie aufrechtzuerhalten, denn sie spüren ihren Schmerz. Es gab Zeiten, in denen es schwer war, ihnen zu sagen, wir haben nichts Neues. Alle Spuren sind erschöpft. Wir sind allem nachgegangen. Im Moment können wir nur auf einen technischen Fortschritt warten. Nun entscheiden sich die Ermittler für ein anderes Vorgehen. Sie brauchten etwas. Sie brauchten Ergebnisse für die Gemeinde. Der technische Fortschritt eröffnete uns diese neue Möglichkeit. Es war meine Aufgabe, herauszufinden, wie wir davon profitieren und den Fall aufklären können. Einige unserer Ermittler lernten auf einer Konferenz Paraborn Nanolabs kennen und ihr neues Verfahren aus Täter-DNA, ein Verdächtigenprofil zu erstellen. Die Firma betreibt Phänotypisierung, wobei anhand der Tatort-DNA neue Informationen ermittelt werden. Das resultierende Bild des Verdächtigen hat zwar nicht die Genauigkeit eines Fotos, aber eine starke Ähnlichkeit. Das ist außergewöhnlich. Sie nehmen den Phänotyp, der sich vom Genotyp unterscheidet. Der Genotyp ist die Struktur der DNA. Der Phänotyp ist das Ergebnis. Haarfarbe, Augenfarbe, der Aufbau des Gesichts. Der Computer nimmt die DNA vom Chromosom und macht eine statistische Analyse von tausenden DNA-Proben. Jedes Mal, wenn ein bestimmtes Allel präsent ist, hat die Person blonde Haare. Dann gehen sie zu einem anderen Allel und dieses steht dann für dunkle Haut oder grüne Augen oder rote Haare. Wenn man das statistisch auswertet, erhält man eine Beschreibung des Täters. Die Analyse ergibt einige Möglichkeiten.
Sie konnte uns sagen, dass unser Täter helle Haut hat. Unser Täter hat hellfarbige Augen, zwischen grün und blau, dunkelblondes Haar und Sommersprossen. Parabon konnte die möglichen Täter eingrenzen und hat uns eine Liste von 7, 8 Namen anhand des DNA-Profils gegeben. Der Nachname weist auf eine mediterrane Abstammung hin, eher keine nordeuropäische. Daher hatte er auf unserer Liste eine niedrigere Priorität. Die Ermittler erfahren von Dr. Colleen Fitzpatrick. Sie betreibt eine andere Art der DNA-Analyse. Sie hatte eine Methode entwickelt, bei der sie YSTR-DNA betrachtet, die männliche Seite des Erbguts. Ich suche den Nachnamen des Mörders mit Hilfe selbstentwickelter Software, in die ich ein umfangreiches Profil eingebe. Ein Zahlenspiel wie Bingo. Die Software sucht in YSTR-Gendatenbanken nach Übereinstimmungen. Sie hat unser Material untersucht und fand den möglichen Nachnamen Miracle, Markel oder so ähnlich. Wir haben nach dem Namen Miracle und allen möglichen Varianten in den polizeilichen Datenbanken gesucht. Zu denen hat Colleen als Privatperson keinen Zugriff. Wir fanden einige Personen mit ähnlichen Namen, doch keine von ihnen passte in den Zeitrahmen des Verbrechens. Wieder eine Enttäuschung. Doch der ersehnte Durchbruch ist nicht mehr fern. Im April 2018 wurde der Fall des Golden State Killers gelöst. Das veränderte die Polizeiarbeit grundlegend und brachte uns eine ganz neue Möglichkeit. Die Genealogin Barbara Reventer assistierte unserem Team. Kaum hatten wir begonnen, wussten wir, es war nur noch eine Frage von ein paar Wochen, bis wir den Täter gefunden haben würden. Barbara Reventer lädt das DNA-Profil des Mörders in die Ahnenforschungsseite GEDmatch. Mit dem Namen Miracle und einer komplexen Analyse reduziert sie die Liste auf eine Person. Ich saß am Schreibtisch bei der Arbeit, als sie anrief und sagte, Sie werden es nicht glauben, ich habe einen Treffer. Barbara hat Wunder bewirkt, indem sie auf den Namen David Mabrito kam. Sie haben bereits von David Mabrito gehört. Er wurde zurückgestellt, weil er nicht nordeuropäisch klang. Was Barbara herausgefunden hatte, war, dass es in der Familie Miracle einige Adoptionen gegeben hatte. Bei Adoptionen ändert sich der Nachname, aber nicht die DNA. Obwohl also die Namen unterschiedlich waren, blieb die DNA gleich. Nun muss die Polizei feststellen, wer David Mabrito ist. David Mabrito war ein meth-abhängiger Herumtreiber aus dem North County, der Verwandte nahe Carlsbad hatte. Er war polizeibekannt und auch anderer Straftaten verdächtig. David Mabrito war ein gestörter Mensch, der mit seinen Dämonen gerungen hat, ihnen aber letztlich erlegen ist. Er schien ein Herumtreiber gewesen zu sein und nicht besonders produktiv. Er ging viel surfen und hing am Strand herum. Er hat lange mit einer Abhängigkeit von Methamphetamin und anderen Drogen gekämpft. Wenn man eine Abhängigkeit hat und dazu einen Mangel an Struktur, läuft man ständig Gefahr, noch tiefer in die Dunkelheit hinabgezogen zu werden. Ich nehme an, so ist es ihm in dieser Phase seines Lebens ergangen. Warum vergewaltigt und tötet jemand eine Frau? Und dann auch noch eine Frau mit Behinderung? Eine Frau, die sich nicht gut verteidigen kann. Wer tut so etwas? Die Polizei geht davon aus, dass sie ihren Mann hat. Wir wollten bestätigen, dass es wirklich die DNA von David Mabrito war. Das stellte uns vor eine Herausforderung. Wir waren vorsichtig optimistisch, doch wir brauchten die Bestätigung. Also brauchten wir Mabritos DNA. David Mabrito ist jedoch außerhalb der Reichweite der Polizei.
Leider hatte er 2011 Selbstmord begangen, also konnten wir ihn nicht testen. Laut dem Bericht der Gerichtsmedizin starb er an einer Überdosis, an einem Wochenende, als seine Familie verreist war. Die Gerichtsmedizin hatte keine DNA-Proben mehr von ihm. Also brauchten wir Vergleichsproben für die Bestätigung. Im Jahr 2017 hofft die Polizei von Carlsbad, die fast 10-jährige Ermittlung nun abschließen zu können. Sie glaubt, die Identität des Täters zu kennen, der die 39-jährige Jodine Sarin am Valentinstag 2007 umgebracht hat. Mittels eines verwandtschaftlichen DNA-Abgleichs haben die Ermittler David Mabrito als Täter identifiziert. Die Polizei stellte fest, dass der fragliche Herumtreiber David Mabrito 2011 Selbstmord begangen hatte. Die DNA-Genealogie soll einen weiteren Durchbruch bringen. Bei der forensischen Genealogie schaut man den Familienstammbaum nicht nur hinauf, sondern auch hinab. Wir erfuhren, dass David Mabrito 2011 Selbstmord begangen hatte. Doch seine Verwandten lebten noch in der Gegend. Also kontaktierten wir sie und fragten, ob sie bei den Ermittlungen kooperieren würden. Tony und ich gingen zu Mabritos Ex-Frau und seinem Sohn, Marissa und Dylan. Wir wollten sie um eine DNA-Probe bitten, um bestätigen zu können, dass David Mabrito unser Verdächtiger, unser Täter war. Wir sagten ihnen, dass wir in diesem Fall ermittelten und der Täter wohl mit ihnen verwandt war und dass eine DNA-Probe bestätigen oder ausschließen könnte, dass ihr Verwandter der Täter war. Mabritos Angehörige sind schockiert. Sie waren entsetzt, dass vielleicht ein Familienmitglied darin verwickelt war. Und sie waren bereit, uns zu helfen. Ich wusste, dass wir uns der Klärung des Falls näherten. Sie stellten fest, dass dieses Kind, dessen Name Mabrito war, tatsächlich eine familiäre Übereinstimmung mit dem Vater David Mabrito hatte. Es war ein Treffer. Die Ermittler haben auch andere Beweise dabei. Ich hatte Dokumente zu der Ermittlung mitgebracht. Dazu gehörte ein Foto der Schuhe, die am Tatort an der Tür stehen gelassen wurden. Die DNA darauf war untersucht worden und stimmte mit der DNA auf der Leiche überein. Als seine Ex-Frau die Schuhe sah, bemerkte ich sofort ihre Reaktion. Sie wurde leichenblass und erkannte sie. Mein Gott, das sind seine Schuhe. Da wusste die Polizei, dass sie den richtigen hatte. Der Mörder war identifiziert. Endlich kann die Polizei die tragischen Ereignisse des Valentinstags 2007 rekonstruieren. Ich nehme an, dass er bei ihr Methamphetamin konsumiert hat. Daraufhin trat diese sexuelle Devianz ein und er verübte den Mord. Die Abnormität blieb bestehen und er führte seine Fantasien mit dem Gefühl aus, alle Zeit der Welt zu haben, um zu tun, was er wollte. Das psychologische Phänomen der Nekrophilie ist bestürzend. Personen, die ihr nachgeben, sind in ihrer mentalen und psychologischen Verfassung schwer gestört. Es ist fast unmöglich zu sagen, ob es eine spontane Tötung war oder mit Vorsatz geschah. Ich kann nicht anders, als mich in die Lage von Mr. Sarin zu versetzen. Wie hätte ich mich gefühlt, wenn ich meine Tochter tot aufgefunden hätte? Der kalte Körper. Der Versuch, sie wiederzubeleben. Es muss furchtbar gewesen sein. In einer weiteren Wendung erfahren die Ermittler, warum David Mabrito sich das Leben genommen hat. Als wir mit Marissa Mabrito und ihrem Sohn Dylan sprachen, hörten wir von den Umständen seines Selbstmordes und den Ereignissen, die dazu geführt hatten. Er wurde angehalten von der Polizei von Oceanside, der Stadt nördlich von uns.
Er entsprach der Beschreibung eines Verdächtigen an einem anderen Verbrechen, einem Bankraub. In guter, vorausschauender Polizeiarbeit sagte der Beamte, Sie passen zu der Beschreibung eines Verdächtigen. Würden Sie einer DNA-Probe zustimmen? Er sagte ja. Der Beamte nahm den Abstrich, machte Fotos von ihm und ließ ihn weiterfahren. Kaum zu glauben, dass es so kam, denn bei einer alltäglichen Verkehrskontrolle wird so gut wie nie eine DNA-Probe entnommen. Nabrito kam für den Bankraub nicht in Frage. Daher fand seine DNA-Probe nie den Weg in die CODIS-Datenbank. Da wurden die Ermittler aufmerksam. Wo ist diese DNA-Probe? Existiert sie noch? Ich kontaktierte die Dienststelle und erfuhr, dass sie den Abstrich noch hatten. Wir brachten ihn ins Labor zur Bestätigung. Wenn man eine Probe des Täters hat und diese mit der Probe vom Tatort vergleicht, ist das ideal. Sie analysierten die Probe und tatsächlich, sie passte perfekt zu der DNA, die wir am Tatort in Blut und Sperma gefunden hatten. Die Wahrscheinlichkeit für ein falsch positives Ergebnis lag bei 1 zu 64 Trillionen. Ich glaube, das ist eine Zahl mit 10 Nullen. Sie hatten ihren Mann. Diese Übereinstimmung war Gold wert. Wir waren dicht dran gewesen und wussten, dass David der Mörder war. Doch es fehlte die letzte Bestätigung, um der Familie sagen zu können, wir wissen, wer ihrer Tochter das angetan hat. Die Ermittler besuchen Lois und Art Sarin, um ihnen zu sagen, worauf sie über 10 Jahre lang gewartet haben. Als sie zu uns kamen, dachten wir, das kann nicht sein. Es hat so lange gedauert und wir hielten es für unmöglich, den Fall zu klären. Wir waren überwältigt und es dauerte ein paar Tage, bevor wir es verdaut hatten. Sie nannten uns den Namen und zeigten uns ein Bild. Doch es war zu viel, um damit umgehen zu können. Es brauchte eine Weile, um wirklich zu verstehen, dass sie den Menschen gefunden hatten, der diese schreckliche Verbrechen begangen hatte. Ich war wütend, dass es so lange gedauert hatte, aber auch erleichtert, dass er endlich identifiziert war. Das war ein gutes Gefühl. Der Fall war endlich gelöst. Es waren gemischte Gefühle. Sie waren froh, die Antwort zu haben, aber es brachte auch den Schmerz der letzten 11 Jahre wieder zurück. Als sie die ganze Geschichte gehört hatten, die die Ermittlung mit sich gebracht hatte, war ihre erste Frage, wie geht es Dylan? Sie wussten, dass es ihn belastet. Diese Menschlichkeit der Sarins, in dem Moment, als sie erfuhren, wer ihre Tochter umgebracht hatte, war sehr bewegend. Der Schrecken dieses Verbrechens erschüttert zwei Familien. Marissa ist eine sehr nette Frau. Sie war entsetzt, dass der Mann, den sie geheiratet hatte, dieses Verbrechen begehen konnte. Außerdem hat sie sich wegen Davids Selbstmord Vorwürfe gemacht. Sie glaubte, Schuld daran zu haben. Es war eine Erleichterung für sie, dass nicht sie der Grund für den Selbstmord war, sondern etwas, das er getan hatte. Etwa eine Woche nach dem Abstrich hat er sich umgebracht. Der zeitliche Ablauf war für uns bezeichnend. Die erfolglosen Ermittlungen waren jahrelang am Valentinstag in den Medien. Das konnte ihm nicht entgangen sein. Er wusste sicher, dass wir noch nach ihm suchten. Nun hatten wir seine DNA. Für mich ist klar, dass er wusste, dass es aus war. Mich beeindruckt die Bereitschaft von Dylan und Marissa Mabrito, uns zu helfen. Sie taten es, obwohl sie wussten, dass sie damit Dylans Vater als Mörder entlarven könnten.
Der Mut von Marisa und Dylan war überaus bewegend. Sie wollten die Sarens treffen, sich bei ihnen entschuldigen und an ihrem Leben Anteil nehmen. Auch für die Ermittler ist der Fall zur emotionalen Erfahrung geworden. Dylan und Marisa erinnern mich an mich selbst und meine Mutter. Es ist beeindruckend, wie sie mit all dem umgegangen sind. It's just been impressive to see them handle themselves the way that they have. Dass diese alleinerziehende Mutter und dieser junge Mann so gehandelt haben, ist wirklich bemerkenswert. Das hat mir wieder Glauben an die Menschheit gegeben, dass manche Menschen das Richtige tun, egal was es kostet. Ohne die DNA-Genealogie hätten wir den Fall nicht aufgeklärt. Ganz einfach. So konnten die Verbindungen hergestellt und der Bezug zu Mabritos Großvater entdeckt werden, der den Nachnamen Miracle trug. Dazu kam 2016 das Y-Profil von Colleen. Nun ergab alles Sinn. Ohne all das hätten sie nicht seine Ex-Frau Marissa und seinen Sohn Dylan gefunden. Sie hätten die entscheidende Übereinstimmung nicht bekommen. Das war ganz wichtig. Wir hatten 11,5 Jahre auf diese Verbindung gewartet. Und sie ergab sich durch die Genealogie. Ich halte es für bedeutsam. Es ist die erste Weiterentwicklung bei der Identifizierung seit CODIS in den 90ern. Es ist ein wertvolles Instrument, mit dem viele Fälle aufgeklärt wurden. Das Verfahren hat mich umgehauen. Ich dachte, das ist die Antwort für diesen Fall. Das Verfahren erzielt fantastische Ergebnisse. Es hat enormes Potenzial, auch für andere Familien. So wurde nicht nur der Fall gelöst, sondern auch der Glaube der Bürger in unsere Fähigkeiten gestärkt. Und es hat den Ermittlern gezeigt, dass es trotz aller Hindernisse noch einen weiteren Bereich gibt, den wir nutzen können. Es war ein Gamechanger. Wir werden dadurch nicht jeden Fall klären, mit dem wir es zu tun bekommen, doch wir können damit Fälle klären, bei denen es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Der Fall ist geprägt vom außerordentlichen Einsatz aller Beteiligten. Es ist bemerkenswert, dass die Ermittler nie aufgegeben haben. Sie sind dran geblieben für die Angehörigen. Ihnen war nicht egal, was die Eltern erleiden mussten, angesichts dessen, was ihrer Tochter widerfahren ist. Es zählt nicht, den Fall abgeschlossen zu haben, sondern das Bestmögliche für die Familie erreicht zu haben. Ihr Verlust und ihr Schmerz sind unvorstellbar. Jeden Tag wird jemand Opfer einer abscheulichen Straftat. Den Sarens sage ich, mein Herz ist bei Ihnen. Ich weine für Sie. Natürlich hängt ihr Bild bei uns an der Wand. Ich spreche jeden Tag mit ihr und denke an all die schönen Dinge, die sie getan hat. All die schönen Erinnerungen. Sie schickte gerne Briefe und Karten an Verwandte und Freunde. Da fügte sie immer ein selbst ausgedachtes Gedicht an. Es begann stets so: Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Dann ging es weiter. Zucker ist süß und Gott ist schlau. Immer etwas Reizendes. So war Jodie. Einfach lieb.